Leute, ja, bei uns hat sich jetzt ein bisschen was ergeben. Wir waren ja im Alibaba Hotel und da mussten wir feststellen, dass meine Schwägerin bis auf eine alle ihre ID nicht mit dabei haben. Das ist natürlich hier ein Problem. Dann haben wir gesagt, besorgen wir die ID, kein Problem, machen wir ein Foto von. Nein, das würde nicht gehen. Also die wollten wohl, Said sagt, die wollen keine Ägypter in ihrem Hotel. Okay, haben wir storniert. Ich konnte Gott sei Dank noch kostenlos stornieren. Und dann haben wir eine neue Wohnung gesucht. Eine Villa, Pharao-Villa hier, auch in Safaga, wäre nur 4 Kilometer entfernt gewesen. Auch kein Problem. Ja, haben wir die Unterkunft angerufen, wie wir da jetzt hinkommen und ob jemand da ist. Und ich sagte, wie, die konnten sie buchen. War, ist auch nicht mehr stornierbar, das heißt, bezahlt, aber ja, sagte, nö, die ist schon besetzt. Wieso konnten sie die noch buchen? Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Hatamalayunlina, also irgendwer gönnt uns das nicht und ist echt schlimm. Nasib, subhanallah. Ja, jedenfalls sind wir jetzt im Café und suchen für unsere 8-köpfige Familie, die jetzt da ist, eine Wohnung, damit sie dann hier unterkommen können und wir dann endlich entspannt was essen gehen können. Und ja, ein Freund von uns sucht jetzt auch noch und Booking hat mich gerade kontaktiert. Auch ganz süß, also das muss ich euch noch erzählen. Ganz, ganz niedlich. Ich habe gerade telefoniert mit Booking, weil sie auch nicht verstanden haben, sie haben doch gerade erst gebucht. Wieso haben sie denn jetzt storniert? Und ich habe dann Booking geschrieben und ich habe der Unterkunft geschrieben, weil ich möchte gerne das Geld wieder haben, ne? Nur Problem ist bei dieser Buchung, die ist nicht kostenfrei stornierbar übers Internet, wenn ich sie storniere. Und ich weiß nicht, ob die Dame verstanden hat, dass sie das Geld erstatten muss, dass sie die Stornierung machen muss. Naja, dann habe ich zur Sicherheit jetzt nochmal Booking kontaktiert und denen gesagt, so und so sieht's aus. Daraufhin haben sie auch direkt angerufen, richtig schnell. Und subhanallah, was war? Ich habe eine Ägypterin am Telefon gehabt. Voll süß. Das ist schon wieder Nasib, Schicksal, oder? Dann haben wir uns ganz nett unterhalten und habe ich ihr nochmal alles erklärt, dass die wohl diese Wohnung auf 2 Portalen angeboten haben. Ne, diese Pharao-Villa, ich weiß nicht, ob es Airbnb und Booking war. Und bei Airbnb hat wohl irgendeiner oder auf dem anderen Portal hat wohl irgendeiner diese Wohnung jetzt gebucht. Ja, und da haben sie vergessen, die bei Booking als belegt einzuschreiben und haben jetzt quasi eine Doppelbuchung. So, und Booking kümmert sich jetzt darum, dass wir eine Ersatzunterkunft angeboten bekommen, weil irgendwo müssen wir ja hin, ne? Und ja, wie gesagt, also voll süß, haben wir kurz auf Arabisch gesprochen und die hat sehr gut Deutsch gesprochen, zwar mit Akzent, aber wirklich sehr gut, ganz, ganz toll. Also, hab mich riesig gefreut und ja, was soll ich sagen? Jetzt hoffen wir mal, dass der Tag noch ein besseres Ende nimmt, oder? Aber windig heute. Na gut, wir sind direkt am Wasser, deswegen wahrscheinlich. So, jetzt hat es doch geklappt. Ich erzähle euch gleich die Story. Oh, so typische Ägypter, ne? Die sind ja dann alle mal gleich auf 180. Anstatt mal kurz ein bisschen ruhiger, entspannter. Ja, wir sind in der ersten Etage und ich finde es ganz witzig hier, schaut mal. Komm, Fahrstuhl. Ja, so. Und die Zimmer alle nebeneinander. Eid. Oh, so. Keiner da, die Mädels wissen das noch nicht. So. Badezimmer. Hier einzelne Betten. Kühlschrank. Mit Balkon sogar. Oh, kleiner Balkon. Glaube ich zumindest. Ja, kleiner Balkon. Schaut mal hier. Ausblick ist okay, also, aber es reicht für uns, ne? Also die sind dankbar, dankbar hört sich doof an. Die sind froh, beziehungsweise richtig happy, weil sie das erste Mal im Hotel sind. Und
damit frühstückt. Das heißt, sie brauchen auch nicht kochen oder irgendwas, ne? Internet. Und ja, mega. Wirklich schön, dass das jetzt doch noch geklappt hat nach dem ganzen Theater. Und subhanallah. Ja, wer hätte das erwartet? Schaut mal hier, der Pool. Schön. Ja. Freilandpool, Freiluftpool, so. Cool. Ja, zum Hotel Alibaba wollte ich noch erzählen, wen es interessiert. Der Single Room, also Einzelzimmer, kostet die Nacht 25 Euro und das Doppelzimmer kostet die Nacht 40 Euro. Ja, wie bereits im Video gesagt, ist wirklich empfehlenswert, ist mit Frühstück und ich finde die Preise, also ihr habt einen Pool, Freiluftpool, im Winter jetzt ein bisschen kalt, aber sonst im Sommer echt super. Lift, Dachterrasse, alles vorhanden und ja, mir hat es sehr gut gefallen. Wir würden tatsächlich auch dort buchen, wenn wir dann nächstes Mal, inshallah, im April, Ende April, von Luxor wieder zurückkommen, beziehungsweise Anfang Mai und würden dann eventuell dort ein paar Nächte bleiben, um dann von da aus zum Flughafen zu fahren. Also, klare Empfehlung von mir. Ihr Lieben, alles geregelt jetzt, Gott sei Dank. Das Problem war vorhin, ich weiß nicht, ob ich das eben schon erwähnt habe, ich bin gerade so ein bisschen durcheinander, weil das alles schon wieder so... was wollte ich sagen? Genau. Wappen auf doch? Ah, ist der nicht. Ja, meine Tür ist auf, sagt er. Nein, war seine. Genau. So, wo war ich eben stehen geblieben? Was wollte ich sagen? War nicht das Problem, dass sie gesagt haben, wo er, also es ist natürlich typisch Ägypter, der dann, ne, sauer ist und dann sagt, die wollen uns hier nicht. Nein, das war nicht das Problem, sondern es gibt wohl eine Vorgabe, dass man von jedem Gast die ID braucht. Und bei meiner Schwägerin war das Problem, dass sie sagt, ich habe keinen, der das schicken kann. Jetzt hat es aber doch geklappt. Wir haben also die Bilder per WhatsApp an das Hotel, an den Angestellten hier geschickt. Und jetzt ist alles kein Problem. Wir haben drei Zimmer bekommen. Ich habe nochmal gebucht. Booking denkt bestimmt auch, ich bin schon völlig bescheuert. Ich habe erst ein Zimmer stornieren müssen. Also erst habe ich es komplett storniert, weil das ist aber schon eine Weile her, weil die mir nicht geantwortet haben. Und wir brauchten ja noch ein Zimmer, weil meine Schwägerin, die etwas weiter wegkommt, mitgekommen ist, so. Dann hat gestern die Frau von meinem Schwager abgesagt, weil das Kind krank ist und sie laut Doktor nicht reisen darf. Ja, Problem ist halt, Ach so, okay. Genau, ich bin gerade jetzt... Egal. Ja, so, dann habe ich, weil wir jetzt das Theater hatten mit... Reisepässen. Quatsch, mit der ID. Völlig... Leute... weil wir jetzt das Problem hatten mit der ID, hier kannst du wenden, habe ich dann alles storniert, weil ich kann heute nur bis 18 Uhr kostenlos stornieren. Ansonsten muss ich nämlich bezahlen, so, und das will ja keiner. Kann man ja verstehen, ich meine, das sind $250, die wir bezahlen für die zwei Nächte und wenn wir nicht ins Hotel können, was willst du machen, ne? Ah, mein Lieblingsrestaurant hier. Ja. Matam El Wadan. Ah, das Matam der Rosen oder der Blumen. Genau. So, dann habe ich das storniert. Ja, und jetzt haben wir alle IDs zusammen, sind nochmal hingefahren. Ich sagte zu ihm, muss ich jetzt nochmal buchen oder nicht? Und sagte, nee, brauchst eigentlich nicht. Aber ich bin ja Fuchs, ne? Ich möchte meinen Genius-Status behalten. Heißt, bei Booking, je mehr man bucht, umso besser der Status und umso mehr Rabatt bekommt man.
Deswegen habe ich jetzt nochmal gebucht bei dem gleichen Hotel. Und jetzt behalten wir es auch. Wir haben auch bezahlt, es ist alles geregelt und Alhamdulillah. Ja, jetzt kann ich mich auch beruhigt hier hinsetzen mit meinen Schwägerinnen und ein bisschen reden und die Zeit genießen. Jetzt haben wir auch ein Zimmer für die Leute. Wir sind hier im Café, das nennt sich Casablanca. Weihnachtsdeko hier. Kann man drin sitzen oder halt, wenn man möchte, draußen. Ich finde es draußen schöner und angenehmer. Von daher sind wir in der Regel immer draußen. Waren ja auch schon ein paar Mal. Echt ein schönes Café eigentlich. Also von der Location her. Für Kinder ist auch ein kleiner Spielplatz hier. Sowas würde man bei uns zwar nicht als Spielplatz bezeichnen, aber für hier, für die Kids, die freuen sich riesig darüber, ne? Denn auch mal am Wasser, meine Schwägerin war noch nie am Wasser, ne? Das muss man auch mal bedenken, also die sind ja nur in Luxor und ja, schaut mal, das hier ist der Kinderspielplatz, Schaukel, aber die Kids freuen sich, die sind super happy mit das hier, ne? Also ja. So kann man die Schwägerin glücklich machen, schaut mal. Ah, schön, wenn sie mit über 20 nur schaukeln. So, jetzt zeige ich euch noch das Restaurant hier. Schaut mal, ich hoffe, es ist jetzt gerade keiner da. Gucken. So. Ist ganz hübsch, oder? Was sagt ihr? Hier. Auch recht groß. Also Frühstück gibt es dann hier in dem Raum. Ich glaube, von 7 bis... bis 10 oder so. Bin mal gespannt, was es gibt. Und hier kann man auch abends dann essen, wenn man möchte. Hier ist Küche und Restaurant, alles dabei. Hier wird dann Frühstück aufgebaut. Sehr schön, mashallah. Und die Zimmer richtig sauber, Leute. Also wirklich sauber. Also das muss ich echt sagen, die Zimmer sind wirklich sauber, das ist echt ein Pluspunkt hier. Halt Einrichtung etwas älter, aber ja gut, die ist in Ordnung, funktioniert alles und von daher super, perfekt. Schaut euch das an hier, Millimeterarbeit, sagt er zu mir, hier, ich hab's gewusst, deswegen bin ich so dicht rangefahren. Ach, da sind wir wieder zurück. Im zweiten, nein, drittes Zuhause eigentlich. Und die Bäume hier sind alle von Gästen gepflanzt worden. Die als Sichtschutz. Früher war das ja alles mal offen. Und das haben wir als Sichtschutz hier im Rahmen von, da kann man sehen, Family Day. Genau, im Rahmen von Family Day haben wir das gepflanzt, die Bäumchen. Und super schön. Tolle Aktion auf jeden Fall. Und da sind wir wieder. Ihr Lieben, jetzt sind wir hier im Kaffeehaus. Früher hieß es mal Café Sissi. Das ist Mohammed Ali. Wadi, Jambak, Mrs. Ismail. Hisham. Das ist Hisham, das sind die Wahoei. Ahmed. Das ist Ahmed. Das ist, sind die netten Leute hier, die euch dann Kaffee machen. Und hier gibt's Shukran. Gibt's La YouTube de. Schuf Alfinas de Wati. Akte. Akte mit Alfin de Wati. Hier könnt ihr ein bisschen Kuchen. Wie ich, Liebesknochen. Ich glaube, Liebesknochen hieß das früher, ne? Muffin und Donuts. Brownies, dann mache ich, teste ich gleich. Wenn die nicht schmecken, habe ich gesagt, versuche ich mir hintern. Fruchtet. Was? Kadab. Lügt mich an, sagt er, mit Alkohol, der Brownies. Der muss sa? Oh, gut, der Alkohol, der Kadab, oh, wallah. So, hier wird gerade gewerkelt, schaut mal, angerichtet, schick, schön dekoriert. Bei den, also, schuf, ich sei hohe Amalkada, Tabak,
Gemille. Da ist schon fertig und jetzt ein bisschen Soße noch drüber, schaut mal. Also Pilzsoße, mal schauen. So ihr Lieben, heute gibt es Hühnchen bei mir, dann Kalbsfilet oder Kalbsfleisch und Kalbsteak, irgendwie sowas, Couscous, Blumenkohl, Bohnen und Gemüse. So, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen Essen. Schaut mal, hier, kleine Pizza. Da wird's frisch gemacht. Schön, das ist der Chief. Masal khair. Hier gibt es Salsa-Soße, Tomatenreis, Barbecue-Soße und Hähnchenspieße. Und schaut mal hier. Ihr könnt euch nicht vorstellen, es ist eine Hitze hier, das ist unglaublich. Das ist der Chief. Sehr lecker, habe ich schon probiert, war sehr, sehr gut. Dann gibt es hier so Hähnchenbällchen, fertig vorbereitet, kann man sich mitnehmen, wenn man mag. Also die Auswahl ist wirklich immer sehr, sehr gut hier. Hier gibt es Garnelen und Knoblauch. Nicht meine Welt, deswegen gehen wir mal schnell weiter. Das hier ist gebackenes Gemüse. Da kocht noch ein bisschen was. Und hier habt ihr Kalbsfleisch. Schaut mal. Chef ist Sterl, der Chef kocht hier, super. Mashallah, mashallah. Hier, da seht ihr das Endergebnis, sehr, sehr gut wirklich, muss ich echt sagen. Gegrilltes Kalbsfleischsteak. Kann ich empfehlen, wenn ihr mal herkommt, einfach mal testen. Die übliche Salatbar halt, ne? Ah, hier, oh, habe ich noch gar nicht gesehen. Schaut mal, hier gibt's Sushi. Mashallah. Schaut mal hier, da gehen wir mal schnell hin, gucken uns das mal an. Wasabi-Soße. Hier. Schön dekoriert. Chef hochkonzentriert. Sehr schön. Schon. Masal voll. Mashallah, mashallah. Schaut mal, sehr schön. So, und hier gibt es gebratenen Apfel. Schaut mal, da. Das ist der Chef hier. Amadee sei, du hast die Lift, wo ihr Amadee für ihr seht. Ah, wird hier schön gewälzt und dann geht es ins Fett. Schaut mal. Mashallah. Sehr schön. Da ist das Endergebnis. So, guten Morgen meine Lieben, es geht wieder los, wir frühstücken hier Vanillemuffin, Marmorkuchen, Schokoladenkuchen, Brochen, was auch immer das ist, keine Ahnung. Also es gibt auch jeden Tag eine andere Auswahl an Kuchen, wenn man hier möchte und auch die Süßigkeiten, da gehen wir mal rüber. Moment, hier. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist euch das auch zu langweilig, wenn ich euch jeden Tag das Frühstück zeige. Von daher. So, wir haben nur Weihnachten und guck mal, wer sich da versteckt hat unterm Baum.
So, wir sind in der Wunderbar und hier auch ganz lieber Chef, auch Freund von uns. Moment, zeige ich euch nochmal so. Oh. Hier komme ich auch immer ganz gerne her, um Kaffee zu trinken oder irgendwas. Also richtig gut, ja. So, hier habt ihr einmal das Menü, das ist alles mit inklusive. Und hier ist das Premium-Menü. Das sind dann Sachen, die ihr, kann man das überhaupt sehen? Die man extra bezahlen muss. Ja. Schau mal, heute gibt es ein Schwänchen für uns. Ich habe übrigens jetzt beim Frühstück nicht mehr weiter gefilmt, weil ich gedacht habe, das ist eh langweilig für euch, immer das gleiche Frühstück oder fast das gleiche Frühstück zu sehen. Von daher wisst ihr, was es gibt und das variiert ein bisschen und ich will euch da auch nicht mit langweilen. Ja, ansonsten, Zimmer ist toll, ist auch immer sauber, wenn wir kommen, also kann ich mich absolut nicht beklagen, nicht beschweren. Und ja, wir werden jetzt zu unserer Familie gehen. Ich zeige euch nochmal den Ausblick, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Moment, hier. Das ist unser Zimmerausblick, ist das nicht schön? Und hier, Khadija, das ist ein riesiger Kaktus für dich. Guck mal, vor unserem Zimmer, ein riesiger Kaktus. Ist das nicht der Wahnsinn? Irre, oder? Dieses riesige Teil. Vielleicht werden deine auch mal so groß, inshallah. بس نشوف كم واحد اروح معي جميع هم اثنين او ثلاثة اروح معي تركب معي قدام هم اروح يركب ورا ونترك الله وياك لا ما حدش يروح الا اخت هند وفايزة ومارين بس تركب ورا So, heute sind mal ein paar Wölkchen. Hallo erstmal, sorry. Heute sind mal ein paar Wölkchen, aber die trüben das Wetter hier nicht, um ehrlich zu sein. Also wir haben, heute Morgen waren es 18 Grad, jetzt werden es sicherlich 20, 21, 22 Grad sein. Und es ist etwas windiger geworden. Das definitiv, das merkt man, das Wasser. Ich denke, die Flagge bei uns ist rot, weil die Wellen waren schon ziemlich heftig. Ich habe das heute Morgen auch gehört. Also das Meeresrauschen war schon intensiver als die letzten zwei Tage. Und ja, wir sind jetzt in Safaga, fahren jetzt zu unserer Familie. Die waren ja im Hotel, das habe ich ja in dem Video zuvor erzählt, die Story. Wir sind ja Chaosfamilie, ne? Und meine Schwägerin hat heute auch wieder einen Kracher gebracht, ehrlich. Es ist ja ein Hotel mit Frühstück. So, dann sind sie früh aufgestanden, sind frühstücken gegangen und dann saßen sie da am Tisch und dann haben die Jungs wohl Marmelade, Marappa, Asel, wa Etani, Zabadi, Marmelade, Honig und Joghurt gebracht. Und dann kam wohl erstmal nichts mehr und dann hat meine Schwägerin bei ihrem Bruder angerufen und gesagt, wir kriegen hier nur Marmelade, Honig und Joghurt zu essen. Was ist denn das? Ruf mal Ethan, der soll das hier mal klären. Das kann es ja wohl nicht sein. So ungeduldig, ne? Die hatte keine Geduld. Das ist so, weil sie es halt auch nicht kennt und alles neu und hat gedacht, das ist jetzt alles. Sie kriegen nichts mehr, ne? Von wegen Frühstück hier, bloß so ein bisschen, so ein bisschen Marmelade und Joghurt und Honig und gut, mehr gibt's nicht, ne? Hier, kein Brot, nix. Und ich musste so lachen. Ich sagte, du musst warten, die machen da alles frisch fertig.
Dann gab es noch Fuhl und Beet, also Eier und Brot und keine Ahnung was alles. Also sie haben ordentlich bekommen und aber ich musste lachen, wie er das erzählt hat. Ne? Also das ist so typisch meine Schwägerin, ne? Die Jüngste halt. Quasi auch die Unerfahrenste und deswegen, ja. Keine Geduld. Mal Fisch Sabora. Oh, ich habe keine Ahnung, wo er jetzt gerade lang fährt. Wir sind hier irgendwo. Ach, da sind wir schon. Genau, mitten in Safaga bei der Tante. Und wir werden jetzt gleich mal gucken, in die Centrum Mall fahren oder nach Hurghada rein. Wir schauen mal, sind wir uns noch nicht ganz einig. Schaut mal, Leute, wir sind jetzt gerade auf dem Weg und hier macht er eine Safari-Tour. Vielleicht seid ihr das ja gerade. So, wir fahren jetzt nach Hurghada, nehmen euch ein bisschen mit. Ich weiß noch nicht genau, ob wir zur Marina fahren oder keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir sind wir mit gesamter Familie unterwegs. Das heißt, es sind, lasst mich mal überlegen, ich glaube 12 Leute sind wir jetzt, verteilt auf 2 Autos. Also Kinder, Erwachsene, hinten sitzen jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5 Leute auf der Rückbank. 5 auf der Rückbank und ja, vorne 2, also 7 hier. Und in dem anderen Auto sitzen dann, ich glaube, 4 oder 5. Genau. So, und hier Stau, warum auch immer. Mal schauen. معرفش نسيت عشرة يا ري ليه يعني غالي يموت غالي يموت فنادق دي كلها شهادة دي Wohnung hier sind echt teuer Leute also schön aber richtig teuer ما دام نزلت من البحر يا رشا نشرب الماء المالحة يقول رجع مين بناتك ايش نقوم الماء المالحة هلا عاد موت حال موضع حمام السباحة انا رحت نادي الاشتراك تذكرة مارينا اسمها تذكرة تحت 50 جنيه 25 50 25 50 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 شوف اسماء الايس كريم اللي تجيبهم على العاب بالكارت 100 جنيه جمعنا مثل العاب بالنسبة تجي تدفع كارت تشحن كارت تشحن كارت ندخلكم فيه انت عارف ماما دخلت تقول العرب في الغرب في القاهرة انه العرب جبتيه يا لهوي على قول العرب بس شفت عيد شفنا تهنا احنا بنسأل على الحمام هم فاكرين عايزين حمامات نشتري انا بنزل فيها زي كده خدنا ساعة تايهين مش عارفين ننزل ندخل الباب الخارجي تصير ساعة بالظبط واتصلنا الباور واتصلنا خربنا الدنيا So ihr Lieben, wir sind jetzt in Hurghada. Jetzt nehme ich euch ein bisschen mit wieder. Die Mädels machen sich gerade lustig. Hurghada, Hurghada, ja. روح ادور على الحناف الضي قالوا لك تلفونك مش عارف ابو زراير قلت له بعد ما خليه في الشغل يعني؟ ودكت وفصل ما امور معاه وعايز خدايات بعد ما اديتني بدي قول له خش لك يمين هات لك واحد فليت شاف مس ديزيز ما هي ان ذس موزيوم تو جين كان ده اتكتفت الدرع وجعني خلاص انا بدي شلالك حتصحى لو حركت قال له نص ساعه لو عارفه قدامك تجيبها يا جماله بحي مرات ممكن ايش مشروع يعني؟ انا بروح دورت تقول لي الورشه عايزه مش عارف عايزه ايه مكنه عايزين ورشه؟
ما كانت الورشة فاتحينها. كانت انت سحبت فلوس الشقة المقدم عليها عشان تفتح مشروع فشل. والله يا عيد ندم. ما قالت لي لا. انا اسحب فلوس شقة على تفحش ايجار بكره وبعد وراح اجيب لي مع مين؟ مع محمد النوبي؟ محمد النوبي لف كام بلد اشتغل في كام بلد فلست يا ولد. وبص كان يعمل ايه عيد؟ كان يلم الفلوس يبعتها لمرته والله محمد النوبي وحسن مش لاقي الا ترى وراح تاخذهم. بس انا متمنى يعني انا مش هطلع عشان الفندق ده شو؟ العدل هنا بلا فيستا. هذا انا ما نزلت فيه قبل كده فندق الفشل دي بلا فيستا هنا. هذا شارع الباشا شارع الشيرتون. ده الباشا ده الشيرتون باشا قدام صار الشيرتون ده شارع الشيرتون ده كل المحلات والمزارع الشارع. بص ده على فكره احنا في الاحياء يعني كده كله عشان اجنب. وصلنا احنا عيد خمس دقايق اجنبين يعني ما اخر الشارع ده ده السنترال ده شارع الباشا. ده شارع هو شغال هنا العمار دي نقدر نروح لابوك ولا ماسك عمارة يكسي يكمل ما عليه يكمل بس طول فيها عين طول يكمل ايوه طول. طب ما هو بيمسك الفلوس يا رش يروح ينام هناك يعني هم اللي يمسك من يعمل الفلوس مش هتاجي هات غسيلك اغسله لك. قال لي قال المغسله بتغسل لي وانا عايز اسد ديوني. قال مش هقدر رايح جاي. قلت له اقعد سد ديونك يا علي انا جيت الغردقة على فكرة هنا انا و... يحسوا بالذنب اللي بيشتغل حس ان هو اللي انت اللي مكلفني صح والله. جيت هنا انا بس ما رضيتش اروح لان كنت جاي مع واحدة صاحبتي بنت تعبانة وجينا في عربيات يعني كبت عليها الشربات بتاعت البسبوس والدراع كله نزل يا بنت هنا الكتف